Aha. Oho. Aha. So geht das. Oho. Schönen guten Tag zusammen. Alle, die mein Pony beleidigt haben bei Facebook, gehen jetzt bitte. Ihr könnt den Chat verlassen. Alle anderen sind herzlich eingeladen auf eine wunderschöne Nachmittagsstunde Poker. Wir spielen eine Runde Zoom. Falls ihr andere Wünsche habt, auch das. Ich brauche ja gar nicht hier. So. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Und Sound klappt. Keiner verlässt den Chat. Oh, was haben wir denn hier? Zack, zack. Zehner. Ui, was mache ich denn da? Callen auf alle Fälle. Dann stellt der rein. Das wäre doof. Ich habe noch eine Straße dazu bekommen. Das ist natürlich ekelhaft. Was machen wir denn jetzt? Hoffen, dass der kein Kreuz hat. Kreuz Ass, Kreuz König hätte er wohl. Hat er auch gecallt. Gegen Ass Dame verliere ich. Ich check und guck, was er macht, ne? Ja, ich glaube, Ass Kreuz oder Ass König wird er haben, ne? Das sieht mir auch ganz klar nach einer Value Bet aus. Schade, schade. Hätte vielleicht von euch jemand das Ding anders gespielt, gecallt, vielleicht auf dem River eine kleine Bet. Eine kleine Bet auf dem River vielleicht. Och, was ist denn hier los? Ich habe zwei Overcards und noch ein Straight Draw, deshalb call ich. Jetzt ist die Frage, bluffen wir hier rein auf den König? Dann sind wir raus. Ich behaupte nicht von mir, dass ich ein guter Spieler bin. Ich lerne dazu. Und vor allen Dingen habe ich schon nach meiner letzten Trainingssession mit Flix von XFlix vom Team PokerStars schon mal gelernt, dass es häufiger besser ist, hinten raus den Gegner bluffen zu lassen in gewissen Situationen. Das habe ich jetzt die vergangenen Wochen mal gemacht und siehe da. Es lief schon einen Ticken besser. Und in gewissen Spots mehr Aggressivität zeigen, hat er mir auch gesagt. Der liebe Flix. Der streamt übrigens gerade parallel. Wo ist eigentlich mein Pony? Ach so, hat Anne. So, da gehe ich drüber. 7 suited, all in. Merkt ihr das mal? Ja, danke, Neo. Ich treffe die 8. Das ist gar nicht so schlecht. Ein Kreuz dazu wäre noch besser. Ich bette groß. Oh, Du hast hallo, ja Anne. Pony ja nicht vermisst. G Dankeschön. Ich wollte es mal in die Hand hier nochmal zeigen. Hier. Kannst du sonst auch verlosen? Na, das will doch keiner haben. Das nicht schön?
Ich bin mit meiner 8 noch gut gewesen. Unglaublich. Ah, nee, ist noch ein Stück Schokolade. Der letzte Rest. Von Bonjour? Sind hier Leute von Bonjour? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Auf alle Fälle. Von was? Ach so, dein Pulli ist von Bonjour. Wann macht Anne mal wieder einen Stream, Anne? Nächste Woche, denkt sie. Oh, das ist natürlich ein Traumflop, ne? Wie spielen wir den? Ich würde sagen, Call. Nein! Was eine scheiß Karte! Was eine beschissene Kackkarte! Er wird doch keine Achten haben, oder? Oh, nee. Das Schlimme ist, der kann auch zwei Könige haben. Oder eine 2. Oder eine 8. Oder. Ich glaube, ich kann mir hier mal gepflegt mein Flasch in die Tonne kloppen. Asse! Bäm! Hab dich! Ah. Also, manchmal muss man ja auf seinen Bauch hören, ne? Manchmal muss man auf seinen Bauch hören. Ich muss noch mal eben gucken. Wie war denn das gespielt? Der Call am Turn, der hat mich stutzig gemacht, muss ich ganz klar sagen. Also erstmal, dass er mit Assen, erstmal kriegt er ein Label, ein Grün, mit Assen da reinzulimpen, ist natürlich, und dann raise ich noch und er nutzt nicht die Gelegenheit, da nochmal drüber zu gehen, ja, mit Assen. Das ist natürlich alle Anzeichen für einen Trottel, wenn ich das mal so aus meiner Sicht sagen darf. Ich sag nicht, dass ich gut spiele, aber so spielt man keine Asse, da muss man einfach nochmal drüber gehen. So, hat er nicht gemacht, deshalb habe ich Asse auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Könige eigentlich auch nicht. Ich habe sowas, Ass-König. So. Dann kommt der Flush-Draw für ihn. Macht eine halbe Pot-Size-Bet. Okay, ich gehe davon aus, er trifft den König. Oder hat Damen oder Buben, da kann man das ja auch noch machen. Dann kommt die 2. Also eine 2, oh, unwahrscheinlich aus meiner Sicht erstmal, dass er eine 2 hat, ne? 60, zwei Drittel Wert, alles klar, der Typ ist stark. Der hat mindestens einen König oder vielleicht hat er zwei Könige, aber... Zwei Könige hätte er aus meiner Sicht vorher auch anders gespielt, deshalb habe ich ihn auch nicht auf Königin. Raise natürlich, weil ich eine starke Hand habe. Und bekomme auch da nur einen Call, okay. Und dann... Da nur einen Call. Deshalb habe ich ihm die Stärke nicht gegeben. Mit Achten hätte er wohl nochmal was gemacht. Er spielt ja gegen Könige. Oder gegen König vielleicht. Und dann kommt die 8 und daraufhin macht er All-In...
Also entweder, ja, macht keinen Sinn, ne? Iro Tenshi fragt mich nach der Mützenversendung. Anne, ist Iro Tenshi die Mütze, die wir zuletzt rausgeschickt haben? Von Iro Tenshi? Iro, sag mir mal deinen Vornamen, deinen richtigen Vornamen hier in die privaten Nachrichten. Danke übrigens für den Sub via Twitch Prime. Feios Enraged. Vielen Dank. Warum kam hier keine Nachricht? Dominik. Ja, also Dominik, das ist so. Also, dafür muss ich mich entschuldigen. Deine Mütze geht morgen früh auf die Reise. Ich habe es tatsächlich verbummelt. Sie liegt auf dem Rücksitz meines Autos. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe Anne schon eine Mail an dich schreiben lassen. Das war vorgestern, dass du eine Mail geschrieben hast, oder? Also ich möchte mich entschuldigen. Die geht morgen raus, dann wirst du sie Dienstag haben. Ist das okay? Wo in welcher Stadt wohnst du denn? Sie liegt bei mir auf dem Rücksitz, tatsächlich, Dominik. Ich habe immer gesagt, ich schick's raus und hab's wirklich verbummelt. Und ich glaube, wir müssen ein Entschuldigungsgeschenk noch zusätzlich in die Verpackung packen. Anne, ne? Wenn wir da was hätten, was Schönes. In den Westerwald geht die Mütze. Das ist gut. Auch dort soll es Super Games TV Mützen geben, im Westerwald. Also, Asche auf mein Haupt. Es ist mein Fehler gewesen, tatsächlich. Aber ihr seht, wir sind kein Amazon. Wir sind noch liebevolle Menschen, die per Hand alles einpacken, ein Grußkärtchen reinstecken, etwas Süßes und ein unglaublich tolles Produkt. Ich trage es sogar selber. Sie geht wirklich morgen früh raus. Was ist denn jetzt hier los? Okay, der ist Dieb. Ich weiß nicht. Zahle ich das? Ist ein bisschen viel, ne? So 36 hätte ich gezahlt, aber 50 finde ich mit 7er ein bisschen viel. Iro, das finde ich auch super nett und das tut mir auch sehr leid. Das ist mein Ding. Wie viele Mützen haben wir noch? Zed, ich glaube, wir haben noch eine da. Wir haben 50 gekauft und so langsam gehen sie zu Ende. Also viel sind nicht mehr da. So, was passiert denn hier jetzt? Der Typ called. Debitor, klar, alles gut im Keller. Es fängt jetzt an zu regnen, so ein Shit. Das muss ich mal zahlen, ne? Was? Das unter dem Namen ist das Kopfgeld? Ich spiele ja Zoom. Also ich spiele jetzt kein Turnier mit Kopfgeld. Aber im Prinzip kannst du es auch Kopfgeld nennen, ja. So sieht die Rückseite aus.
Und so sieht sie innen drin aus. Und so sieht sie von ganz nahem aus. Und ihr seht, sie ist wunderbar verarbeitet. Erhaben. Ja. Also ich liebe sie wirklich. Leute, die Münzen kaufen, kaufen auch Cell Runs und Billigbier. Sehr gut. Ja. Ich habe vor 2 Wochen meinen ersten Pokerabend gehabt und eiskalt 15 Euro verloren. Ich brauche Powertraining von Jochen. Stelle mir Fragen, ich versuche sie zu beantworten, obwohl ich kein guter Spieler bin. Aber ich kann ja so tun. Für einen absoluten Laien im Poker. Worauf hofft Jochen denn eigentlich als Starthand? Asse. Ganz klar Asse. Es gibt keine besseren Karten als Asse. Also, jede Hand gerne Asse. Fertig. Gut, das Pokern macht dann nicht mehr so viel Spaß, aber es wird effektiv. Asse, immer vorm Flop All-In gehen und dann machst du immer 80% deines Einsatzes. Weil in 20% der Fälle verlieren wir leider mit Assen. Der Grund, warum ich hier nicht rein... jetzt könnte ich vielleicht... Aber die Dame nimmt er mir jetzt nicht ab, ne? Aber ich habe ja zumindest noch einen Straight Draw. Jetzt gewinnt natürlich das Ass und... ich glaube, ich bin durch mit der Hand. Ich glaube, er hat Ass-Bube. Zwein. Da bin ich mit Bube hoch ja noch gut. Moment, die nächste Frage hier. Würdest du denn weitersetzen, wenn du ein... hast? Was denn? Ein Ass-Ass? Ja. Und dann würde ich erstmal gucken, was denn da auf dem Flop kommt. Aber ich kann nur sagen, erstmal gerade auch das Prinzip der Starthände zu verstehen und zu wissen, welche Karten spielt man denn überhaupt oder sollte man spielen, damit es auch Sinn macht und damit man auch gewinnt und oder die Chancen höher sind zu gewinnen. Weil es gibt nun mal gute Karten und etwas schlechtere Karten. Die haben ja alle eine gewisse, einen gewissen EV, einen Erwartungswert hinten raus, wenn man sie anständig spielt. Das muss man... Das muss man sich aneignen. Und dazu gibt es also viele Webseiten, zum Beispiel Poker Strategy oder ich glaube PokerStars hat auch eine Webseite, Intellipoker, glaube ich. Da kann man das alles lernen. Erstmal Artikel lesen, Theorie lesen, ein bisschen Theorie, das ist natürlich auch nicht schlecht. Theorie lesen,
ein bisschen lernen, ein bisschen spielen. Eine gute Mischung aus Theorie und Praxis ist immer angesagt. Am Anfang. Also, es ist auch ein Unterschied zwischen Online-Poker und realen Poker. Ich spiele zum Beispiel im realen Poker mit Freunden eigentlich fast jede Hand. Also, weil man einfach... weil man einfach die Zeit nutzen will, um zu zocken. So, jetzt muss ich mal eben ans Telefon. Meine Frau ruft an. Oh, hallo. Du isst Kekse? Ja. Boah. So, da bin ich wieder. Große Frage jetzt mit den Assen. Ha, ha, ha. Warum bin ich hier all-in gegangen? Ich wollte tatsächlich den Flush-Draw vortäuschen und hatte gehofft, dass er mir das nicht abnimmt. Also, das war eigentlich meine Intention. Ich hatte noch überlegt, wie mache ich's? Wenn er zwei Damen hat, zwei Könige, wie mache ich das? War meine Überlegung. So, wenn ich jetzt nochmal bettel, muss ich echt aufpassen und muss mich auch auf den Fold einstellen. Denn in der Situation, wenn er schon, okay, jetzt glaube ich ihm das Ass halt nicht mehr, ne? Die Frage ist, kriege ich noch von ihm Geld? Damen, Könige, Buben. Buben nicht, Könige, 10. 10, können alles noch zahlen? 10, aber gegen höheres Ass, Ass, Dame, Ass, König bin ich natürlich verloren.
Ja, ich würde gerne nochmal diese Asse von euch wissen, ob ihr die anders gespielt hättet. Mit Sicherheit kann man die anders spielen. Ich habe tatsächlich gerade nur das Gefühl gehabt, dass ich entweder gar kein Geld kriege oder alles. Das war so meine Intention dabei gerade. Sowas greife ich eigentlich immer an, weil der Flop eigentlich auch Angst machen kann, ne? Die Chance, dass er foldet, ist eigentlich relativ groß. Oder häufig wird auf so einem Fort gefoldet. Jetzt kann ich mit der 2 noch gut sein. Oh, kleine 10. Okay. Vielleicht spiele ich aber auch aus eurer Sicht total scheiße. Oh, wieder ein Race aus Usbekistan. Ein Race aus Usbekistan vom Button. Das Problem ist, wir sind beide ziemlich deep. Das heißt, ich werde da jetzt nicht drüber gehen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht meinen ganzen kompletten Stack hier in der Hand verliere. Und werde die Hand jetzt auch sofort wegschmeißen. Der sitzt am Button, ich habe keine Position. Das ist eigentlich ziemlich ekelhaft. Da muss man echt aufpassen. Gerade wenn man so deep ist hier und er ist auch deep. Vielleicht hat er ja auch nur Ass-König. Mal gucken. Ein Drittel Pot-Size. Gebe ich. Wenn er jetzt nochmal bettet, bin ich raus. Jetzt glaube ich tatsächlich, entweder er hat kleinere Pocket als Damen. Oder er hat auch Ass-König. Ja, genau, Zehner, wie ich dachte. Aber selbst Zehner wird er auf eine Bet am River, glaube ich, nicht loslassen. Das ist unheimlich schwer, den da von der Hand zu drücken, glaube ich. Schlecht bist du nicht. Hab schon ganz andere Leute gesehen. Haha, sehr gut. Danke, MacT. Im Stream andere Leute gesehen oder live? Oh, ein Call von da hinten. Ich muss trotzdem den König zum Bluffen nutzen. Eigentlich müsste ich das Ass jetzt auch nochmal ballern. Weil wenn da sowas wie 10 Buben. 10 Buben und ich kann auch die 10 treffen. Wenn da so Buben, Damen, die könnten jetzt folden. Vielleicht kriege ich ihn 10, 8, 9 Buben, Damen von der Hand jetzt mit dem Ass. Ja, das glaube ich nämlich, dass sie das hatten. Also hätte ich da jetzt gecheckt, hätte ich tatsächlich dann auch die Fahnen geschwungen und sagen, ich gebe auf. Dadurch, dass ich aber noch die Chance hatte auf eine Straße. So eine Bet ist natürlich immer teuer, ne? Funktioniert auch oftmals nicht. Ass-10 ist mir zu schlecht, um es da zu verteidigen, out of position. Ah ne, ich war ja in position, aber. Debitor. Ass-10 ist grundsätzlich keine schlechte Hand, aber wenn einer vor dir erhöht und er in Position sitzt, also relativ früh am Tisch, hat er eigentlich in der Regel eine stärkere Hand als Ass-10. Also Ass-10 ist jetzt
Okay, aber nicht in der Situation, wenn einer schon Gas gibt. Da bist du halt gegen Ass Bube hinten, gegen Ass Dame, Ass König, gegen Buben, Damen, Könige. Und das ist ein Spot, der mir nicht so gefällt. Die war der graue Rand über was? Was ist verrutscht? Die Szene? Warte mal. Danke, Schranni, für den Sub via Twitch Prime. Großartig, wir danken dir. So, die Session läuft ganz gut. Sind 5,80 im Plus. Das bedeutet 61 Big Blinds auf 100 Hände. Das ist natürlich eine schöne Karte. Ein schönes Board. Damit bin ich auch bereit, einfach komplett all in zu gehen. Wenn er jetzt raised, gehe ich nochmal drüber. Jetzt habe ich 2 Pair. Mega Draws. Jeder 8 macht mir eine Straße. Jedes Pick macht mir ein Flush. Die 9 ist scheiße. Das ist eine richtige Scheißkarte. Gut, er hatte auch die Straße gehabt. Aber die 9 war so eine Karte, die ging einfach gar nicht. Tja. Er hatte auch keine schlechten Karten, ne? Ja, Flush Draw, Gut Shot plus 2 Pair Monsterhand. Eigentlich eine Monsterhand. Da kann man nichts falsch machen, wenn man da das ganze Geld reinkriegt. Gut Shot ist, auf dem Board liegt 2, 3, 4, 6, 7. Ne, 2, 3, 4, 5, 8. Und es fehlt noch eine Karte zur Straße zum Beispiel. Ja? Also eine Karte in der Mitte fehlt dir zur Straße, dann nennt man das ein Gutshot. Scheiß Kader. Ja, eine 8 macht eine Straße und auf dem Board schlägt dich jeder Bube. Das war aber dann auf dem Turn, ne? Nicht auf dem Flop, meine ich, ne? Auf dem Turn. Ja, der Turn war ja auch nicht. Wir holen die Karten gleich nochmal. Können die Karten nochmal rausholen? Die Hand. Da. Ich rede jetzt vom Flop, ja? Nur vom Flop. Da das Geld reinzukriegen, wäre super. Und jeder Bube macht die Straße, stimmt auch nicht. Das stimmt. Ne? Mich schlägt jeder Bube. Achso, Bube. Nee, mich schlägt kein Bube. Also hier können wir mal ausrechnen. Jede 8 macht mir eine Straße. Das sind schon mal 4 Achten. Jedes Pick macht mir den Flush Draw. 13 Picks sind draußen, 4 liegen da, sind noch 9 da. 9 da. 9 und 4
Obwohl eine Karte wir doppelt zählen müssen, zwar die Pik 8, also 9 und 3 sind 12. Jede 6 gibt mir ein Set 6er oder 3 Sechsen. Das sind nochmal 2 Sechsen, also was haben wir gesagt, 12, 13, 14. Jede 7 macht mir 2 Pair, obwohl, ja, sind, wir zählen sie einfach mit, sind 16. Wenn die 7 kommt, muss ich allerdings die 8 wieder, also ich habe schon massig Outs und selbst am Flop ist es trotz der 8 ist immer noch gut. Das ist sehr gut. Also ich bin ja auch noch billig da weggekommen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Der hat ja nicht mehr erhöht. Und das war natürlich sowieso eine Todeskarte. Weil jetzt zählt halt mein Tupi auch nicht. Jetzt macht selbst die 10 macht ja jetzt. Hätte mich ja geschlagen. Aber ja, so sieht's aus. Können wir auch ausrechnen. Vielleicht gibt das mal einer in den Äquilator ein. Was kann man nicht mathematisch noch ausrechnen, wie die Chancenverteilungen sind. Und gegen eine, ja, ruhig mal gegen den König 8. So wie es war. Selbst da bin ich auf dem Flop vorne, meine ich sogar, oder? Oder 50-50 auf dem Board. Das würde ich mal, rechne mal einer aus. Ich würde einschätzen, dass ich knapp vorne bin, so. Obwohl er seine 10 getroffen hat. Oder 50, oder knapp hinten, knapp vorne, knapp hinten vielleicht. Der Bube, was habt ihr mit dem Buben? Mit dem Buben passiert gar nichts. Habe ich Equilib? Das suche ich jetzt mal. Und dann rechnen wir das mal eben aus. Ich hoffe, ich kann das. Equi. Okay, habe ich. Da muss ich nur mal eben hier. Nee, machen wir jetzt nicht. Weil Equilib funktioniert nicht zusammen mit PokerStars. Die beiden, also man darf es nicht machen, tatsächlich. Ich glaube, ich kann jetzt hier Equilib nicht öffnen, sondern ich mache es mal, weil ich glaube, man darf es nicht zusammen mit PokerStars. Okay, ich darf es machen, wenn ich nicht am Tisch sitze. Vielleicht ist das okay. Wir gehen jetzt mal hier. Wir gehen jetzt mal eben zurück. Wo war die Hand? Damit wir mal einmal ein Beispiel haben. Nee, es war davor, alles klar. Sekunde. Jetzt rechnen wir mal aus, in wie viel Prozent der Fälle wir eigentlich diese Hand gewinnen würden. Also, ich tippe, dass ich ganz knapp auf dem Flop, selbst wenn er eine 10 getroffen hat, noch hinten bin. Also ganz knapp. So, also der sitzt, wo sitzt er? Ich sitze auf dem Button. Hier ist der Button, BU. Und habe eine Pik 6 und eine Pik 7. Okay, er hat Karo 8 und Karo 10. Wir geben ihm jetzt mal komplett die Karten, die er tatsächlich auch hat. Er sitzt im Big Blind, ja. Karo 10 und Karo 8. So, das ist die. Mit der Kombination ist er vorne. Ja. In der Kombination ist 62% zu 37. Also in 62% der Fälle gewinnt er, in 37% der Fälle verliere ich. Wenn jetzt nichts mehr passiert. Also, beziehungsweise. Wenn wir jetzt einfach uns random Karten angucken würden. So. Jetzt allerdings kommt ja auf dem Flop Pik 9, Pik 10, Kreuz 6. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Eure Einschätzung.
Wie wird sich jetzt die Prozentverteilung ändern, wenn ich jetzt auf Auswerten gehe? Also er rechnet jetzt aus, in wie vielen Fällen gewinne ich und in wie vielen Fällen gewinnt er. Also das nennt man hier die Equity, die Gewinnwahrscheinlichkeit, ja? Was glaubt ihr? Zugunsten von dir, ja, wie viel denn? 60-40, 70-30, 90-10. Hell Knight sagt 90, knapp 70 für dich. Aber er hat die 10 ja schon getroffen, ne? Also er hat schon mal einen Treffer. Ich sag 75, du. 75%. 56, 44. Da hat schon jemand ausgerechnet. Ich glaube vom Gefühl her, ich bin mit seinem Treffer knapp hinten. Oder es ist wahrscheinlich 50-50. Irgendwie, oder knapp hinten. Oder? Das ist jetzt mein Gefühl. Ich drücke jetzt mal drauf. Also, ihr seht, meine Einschätzung war tatsächlich richtig. Ich bin knapp hinten, ganz knapp. Ich sitze auf dem Button und habe 48,99%. Kommt dadurch, dass er seine 10 schon getroffen hat. Ja? Also da liege ich vom Gefühl her schon sehr gut. Im Prinzip kann man das nicht grob im Kopf auch mal ausrechnen? Sollen wir das mal machen? Also, wenn wir, deshalb sagte ich ja, auf dem Flop, wenn das Geld jetzt reingeht, mache ich nichts falsch, denn es ist eigentlich 50-50. Ich kriege es zumindest wieder zurück. Ja, ich kriege es zumindest zurück, wenn er wirklich diese 10-8 hat, was ich ja nicht weiß. Es kann ja auch sein, dass er nur die 9 hat oder nur eine kleinere 6 oder nur ein Ass-König oder keine Ahnung, irgendwas. Er machte die 7 als Outs kaputt, genau. Mit 10-8 macht er die 7 als Outs kaputt, was ich aber nicht wissen kann. Genau, das ist tatsächlich so. Also 10-8 ist in der Situation schon eine echt starke Hand gegen mich. Aber wenn jetzt das Geld reingeht, würden wir es uns am Ende teilen. Ich hätte nichts falsch gemacht. Ja? So viel dazu. Weiter geht's. Habt ihr es alle verstanden? So ungefähr? Was ich will, was ich meine. Jetzt ist die Frage, ich muss, glaube ich, Equilab wieder schließen, ne? Weil ich glaube, man darf es nicht. Man darf es nicht benutzen. Okay, wir können es nochmal. Wir machen es mal. Wir spielen mal einzelne Szenarien durch. Was wäre, wenn, hätte er was wie getroffen, ja? Einen Moment. Wo ist denn jetzt hier mein Equilab? Habe ich das jetzt ausgemacht? Suchen. Equi. Hä? Okay, ich hab's zugemacht. Okay, wir gucken mal, was wäre wenn. Also nochmal. Ich sitze auf dem Button. Wo ist die Hand? Die Hand noch offen. Okay, hier ist sie nochmal. Ich sitze auf dem Button, habe 6, 7. 6, 7. Zack. Er sitzt auf dem Big Blind und hat Karo 10. War das Karo 10? Karo 8, ne? Zack, so. Der Turn kommt. Pickt, ne? Bank. Und was war das dritte da? Kreuz 6. Und Kreuz 6. Okay, so. Hier war unsere Gewinnwahrscheinlichkeit 50-50, sagen wir, ja. Jetzt geben wir ihm mal nicht eine 10er 8, sondern eine. Entschuldigung. Eine. Warte mal, das müssen wir eben, ja hier, warte, das müssen wir löschen. Und jetzt geben wir ihm eine 10 und 9, okay, von Karo.
eine 9 und 8. Die Wahrscheinlichkeit wird sich mit Sicherheit zu jetzt, ich glaube, zu 10% zu meinen Gunsten wechseln. Ich glaube, jetzt bin ich vorne. Auch wenn er getroffen hat. Oder ich schätze jetzt 56 zu 44 für mich. So, das ist jetzt meine Schätzung. Basiert darauf, er hat nicht das Top-Pair getroffen und vor allen Dingen, da er 9-8 hat und nicht 10-8, hat er nur einen Gutshot und kein Open-Ended Straight Draw. Also mit der... Ach Quatsch, was rede ich da? Das stimmt ja gar nicht. Der hat ja eine 10-8 gehabt. 10-8 hatte ja auch einen Gutshot. Also ich sag 56. Ich habe weniger. Ja, 54. Scheiße, macht überhaupt nichts. Und natürlich macht das überhaupt nichts, weil er immer noch ein höheres Pair hat als ich. Dumm gedacht, schlecht gedacht. Ihr seht, so macht man schnell mal Fehler, indem man das falsch einschätzt. Und die guten Spieler, die machen das alles im Kopf. Und die können Pi mal Daumen, wissen die genau. Und wir haben uns jetzt gerade, oder ich habe mich gerade mal um 6% verschätzt. Es macht tatsächlich, na klar, von der Logik, es macht keinen Unterschied. Er hat ja immer noch das höhere Pair, ist immer noch vorne. Es macht keinen Unterschied. Vergesst, was ich gesagt habe. Und da unterscheiden sich halt die guten Spieler von den nicht so guten Spielern. Jetzt können wir aber noch mal ganz kurz, wo wir hier gerade so zusammen sind, auf die Frage von den Assen mal eingehen. Ass-Ass gegen eine zufällige Hand. Ja, wir löschen den Turn. Ass-Ass gegen eine zufällige Hand. Wie sieht es denn da mit der Gewinnturn an? In 20% der Fälle, oder in 14% der Fälle tatsächlich, 15, gewinnen die Asse nicht. Ja? Das heißt, angenommen, jeder hat 10 Euro. Der hat 10 und ich habe 10. Beide schieben rein. Ich mit Assen und er mit irgendeiner Grützhand. Der auch mit 7-2. Mit der schlechtesten Hand, die es gibt. Nee, das geht nicht. Mit einer zufälligen Hand. So. Dann würde er in 15% der Fälle die Kohle mitnehmen. Ja? Also kann man sich schon ausrechnen, wie viel Prozent vom Pot gehören mir eigentlich am Ende, wenn es jetzt reingehen würde. Dann gehören mir mit den Assen 85%. Also von alles Geld, was im Pot ist, gehören mir 85%. Wir schieben rein, es liegen 20 drin, ich kriege 85%. Und er nur 15. Wenn wir es auf 100.000 Hände rechnen. In den Einzelfällen ist das natürlich unterschiedlich. Ja, aber Poker wird ja immer im Long-Term gerechnet. Also wie ist die Gewinnwahrscheinlichkeit auf 100.000 Hände? Die ist natürlich auch bei einer Hand bei 15%, aber am Ende geht es ja darum, dass meine Strategien und so und meine Spielweise auf 100.000 Hände angelegt ist. Deshalb kann man natürlich sagen, okay, in dieser speziellen Situation habe ich mit Assen gegen 7-2 kann ich verlieren. Aber das heißt ja nicht, dass ich schlecht gespielt habe. Ich habe nur eben in diesem einen Fall verloren. In den meisten anderen Fällen, und zwar in 85% der Fälle gegen eine random Hand, gewinne ich. So. Oh ja, ich muss eben Equilab schließen. Warte mal, ist das noch offen? Nee, habe ich geschlossen, ne? Ja. Okay, so. Man darf Equilab nicht während des Spielens benutzen, habe ich auch nicht gemacht. Es ist tatsächlich verboten. Darf man nicht machen, kann dazu führen, dass der Account gesperrt wird. Aber man kriegt, meine ich, sogar eine Warnung vorher.
Ja, also woher soll man das denn auch wissen, bitteschön? Ich überlege gerade nur, ist meine Software. Debitor, das heißt, egal wie viel Rechnerei dabei ist, am Ende ist eine Restglücksstatistikkomponente dabei. Also je mehr Hände du spielst, desto niedriger wird die Glückskomponente tatsächlich, ne? Das heißt, du kannst in einer Session unglaublich gutes Geld, unheimlich viel Geld verdienen, selbst als Anfänger, weil du einfach viel Glück hast. Aber spielst du die nächste Session, wirst du sagen, wahrscheinlich hast du nicht mehr so viel Glück. Oder du hast in den ersten 10 Sessions deines Lebens tierisch viel Glück und gewinnst viel Geld. Aber wenn du 100.000 Sessions hast und du hast nichts drauf, dann wirst du ganz schön viel verlieren. So ist das. Man bekommt keine Warnung, man wird einfach gebannt. Oh, okay. Man wird einfach gebannt. Aber ich habe Equileb doch aus jetzt, ne? Ich muss das mal eben checken. Ich hatte mal eine Warnung bekommen irgendwann. Ich frage mal Flix. So, aber gucken. Kann man theoretisch auch im Kopf machen, das ist richtig. Ah, okay. Du hast eine Verwarnungsmail von Stars bekommen. Okay. Du wurdest aber nicht gleich gebannt, Dragoon. Das ist ja wirklich. Ja. Richtig, Vince Vegas, wenn du deine Outs halbwegs zählen kannst, ist die Berechnung auf dem Turnover eh sehr einfach. Ja. Wie viele Karten? Jetzt muss ich nochmal eben gucken, ist die Software. Software ist out, ne? Aus, ne? Nee, 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 nicht direkt gebannt, aber ich musste antworten, dass ich das nicht mehr mache, weil sonst ban. Alles klar, verstehe. Mal gucken, was Flix dazu sagt. Der streamt ja gerade in einer anderen. Ja, es ist spannend, wie man so mit den Händen umgehen kann. Und natürlich kann man das auch grob immer mal so ausrechnen. Ja? Zum Beispiel ein Gutshot. Zum Beispiel ein Open-Ended Straight Draw. Das heißt, auf dem Board liegt zum Beispiel 7, 8 und ich habe 9 und 10, also 7, 8 irgendwas und auf dem, warte, die Hand muss ich mal eben spielen. Das heißt, auf dem Board liegt 7, 8, 2 und ich habe 9, 10 auf der Hand. Das heißt, 7, 8, 9, 10. Das heißt, jede 6 macht mir eine Straße und jeder Bube macht mir eine Straße. Das heißt, ich habe 4 Buben und 4 Sechsen, die mir eine Straße machen. Also 8 aus. 8 Karten von 52 machen mir die Straße. Jetzt kann man das durchrechnen. 8 durch 52, wenn ich mich hier richtig irre. Und dann kann man ungefähr seine Wahrscheinlichkeit grob. Man kann es grob durchrechnen. Man muss natürlich
auch dazu rechnen, was gibt ihr dem anderen für eine Hand. Ja, das kommt natürlich dazu. Wenn der natürlich schon ein Set hat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, aber so grob, ja. Ich hoffe, ca. 32% auf Turn und River, sagt Vince Vegas. Das ist schon mal eine super Equity. Das heißt, jetzt kann man natürlich auch ausrechnen, wie viel Geld lohnt es sich denn eigentlich noch in diesen Pot zu investieren? Ist es zu viel? Lohnt es sich mathematisch nicht mehr? Hier sind mir zu viele Draws möglich, greife ich jetzt nicht an. Hier die Straße kommt an und ich gebe die Hand einfach auf. Also ich glaube immer so circa 20%, ne? Beim Open Ender so ungefähr 1 zu 5, ne? Natürlich kann man mit der Straße auch verlieren, Debitor. Deshalb sage ich, man muss vorsichtig sein. Es heißt jetzt nicht, dass die 8 Karten dir definitiv den Sieg bescheren. Man muss immer gucken, was hat denn der andere vielleicht? Hat er vielleicht schon eine höhere Straße? Man muss natürlich immer mit der Range seines Gegners arbeiten. Man muss ihn einschätzen können. Und das ist halt, ihr seht, das ist halt echt komplex. Aber jetzt nur, um das mal einfach zu verstehen, worum es da geht, ist das, glaube ich, schon ganz hilfreich, dass man, indem man die Karten auszählt, die einem verbleiben zum Gewinn, schon mal zumindest eine Prozentzahl hat. Und dann muss man losgehen, okay, im Idealfall würden mir 8 Karten reichen, aber was ist denn, wenn er diese oder jene Kartenkombination auf der Hand hält, dann würden mir die 8 Karten vielleicht gar nicht mehr reichen, dann reichen mir vielleicht nur noch 4 Karten und dann im Umkehrschluss heißt das, wie viel Geld kann ich überhaupt noch investieren. Es ist super komplex und man kann das auch alles heute Abend nicht verstehen, ich verstehe es bis heute selber noch nicht alles. Deshalb hake ich auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich habe zumindest das System einigermaßen verstanden. Ja. Und je besser man das System versteht, je besser man zählen kann, je besser man die Gegner einschätzen kann, je besser man die Boards lesen kann, je besser und schneller das alles geht und ihr habt ja gesehen, ich habe mich eben um 6% vertan, desto besser ist man einfach als Spieler. Desto besser sind die Spieler. Ja, und diese ganzen Cracks, die machen nichts anderes. Und dann geht es ja noch weiter, wie viel setze ich eigentlich? Wie viel darf ich denn callen? Wann setze ich? Welche Strategie habe ich eigentlich? Wann setze ich? Wie setze ich? Raise ich? Wer ist mein Gegner? Dieses Spiel ist so unglaublich komplex, über Schach kann man da lachen tatsächlich. Also Schach ist einfach dagegen. Poker ist einfach. Dann kommt es ja noch, wie viel Stack hat man? Hier seht, ich bin ein Big Stack. Ja? Gegen welche Gegner spiele ich? Spiele ich gegen Short Stack, also einer, der wenig Geld hat oder einen, der noch viel mehr Geld hat? Spiele ich ein Turnier oder spiele ich hier 6 Hände oder 10 Hände? Es ist einfach ultra komplex, aber das macht das Ganze ja auch so ultra spaßig und unheimlich interessant. Man kann immer wieder was dazulernen. Und das Spiel zu verstehen, worum es geht, geht eigentlich relativ schnell. Das Spiel zu beherrschen und wirklich gut zu machen und gut zu spielen und erfolgreich zu spielen, dauert ewig. Und dann, verändert sich das Spiel ja auch noch. Och, es wird aggressiver. Vielleicht wird es dann irgendwann mal wieder smoother, slower, ein bisschen tighter. Hearthstone ist besser als Poker. Ja, aber ich habe Hearthstone nie gespielt. Tighter geht es kaum noch. 17-14? Naja, ich habe 18-15 auf 180 Hände, lieber Master Toy. Und außerdem ist das ein Zoom-Tisch. Ist doch sowieso ein bisschen tighter.
Darf ich fragen, warum? Was warum? Warum? Weil ich mich für Pokern ist ohne Echtgeld kein Pokern. Was? Jetzt bin ich mal gespannt, ob Flix, der jetzt parallel streamt, mir die Antwort gleich gibt. Mache ich auch ab und zu mal einfach zu callen, out of position. Ich will den Pot nicht mit Ass König so fett machen. Man kann auch raisen natürlich. Man kann es auch manchmal callen. Er hat nicht die Eier, mal da reinzubetten. Wenn man so gut ist, ist es ja kein Spielen mehr. Doch klar. Wer redet im Hintergrund? Das ist. Warte mal. So, das war die Antwort im Stream nebenan von Flix, der mir schon mal eine Pokerstunde gegeben hat hier im Stream. Und der muss es wissen, der ist nämlich vom Team Pokerstars. Also. Warum sollte es kein Spiel mehr sein? At Supergames TV, das habe ich gar nicht gesagt, dass es kein Spiel mehr ist. Ich habe das nicht gesagt. Debitor, 18. Wie viele Hände hat er gespielt? 15. Mit wie viel Prozent der Hände hat er geraced? 3, ich denke, 3 Bettwert. Ja, genau. Also hier die Zahlen. Die in blau, die ganz kleinen in blau, das ist die Anzahl der Hände, die ich heute gespielt habe in dieser Session. Das ist 185. Und dann nennt man das VPIP, also der Wert, der angibt, wie viele Hände ich denn von diesen 100... Also wie viel Prozent der Hände ich denn gespielt habe. Und 15 ist, wie viel Prozent der gespielten Hände ich denn... Nee, 5, wie viel Prozent der Hände ich denn... so, ich glaube, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal Ass-Bube, Ass-Dame angreifen und ich hoffe, dass da einer rausgeht. Fold, 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 Fold. Scheiße, 10 Dame. Der hat natürlich auf dem River seine 10 getroffen. Ärgerlich. Genau, das gibt das an und hier die Aggressivität. Ne? Nee, das war Xflix hier im... ich habe hier meinen Laptop links neben mir stehen, den ich mal eben mit Strom versorgen muss. Was hat Pilz zum Thema Equilab geantwortet? Ragoon hat gesagt, man kriegt eine Verwarnung, man sollte es nicht machen, aber man wird nicht sofort gebannt. Das war meine Frage. Wird man sofort gebannt? Also, klares Nein. Erstmal eine Verwarnung. Ich hoffe, ich kriege keine. Ne? So. Sonst noch Fragen? So.
So, Ass König, sehr schön. Ein Raise von einem, der einen smallen Stack hat. Und wovon ich ausgehe, dass er eigentlich ein schlechter Spieler ist. Und schlechte Spieler können auch mit Ass-Dame noch callen. Ich gehe einfach all in. Ja. Fold, schade. Im Moment hier, das ist mein hier im Moment 3,16 im Plus, ne? Nur so auf die 279 gespielten Hände. Ich weiß nicht, ob das All-In von dem Assen nicht Ass-König. Ja, das war auch bescheuert. Master war total bescheuert. Ja. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass einfach Ass-Dame und Ass-Bube einfach callen. Ne? Oh, das wollte ich ja eigentlich vermeiden hier. Oh! Jetzt gut treffen. Oh, einmal noch auf eine 6 oder eine 7 hoffen. Gesundheit. Komm, check, Leute. Check. Ja, jetzt bin ich natürlich raus, aber ich will wissen, was der hatte. Dame gegen Ass-Bube. Das ist natürlich komplett overplayed hier. Oh. Den hole ich mal zurück und markiere den. Ass-Bube da All-In zu stellen, ist halt komplett over the top. Ne? Zum Glück kam eine 7 nicht, sage ich nur. Wieso Call auf dem mit Bottom Pair auf dem Ass-Board? Weil es günstig war. Zwei Spieler drin und es war relativ günstig. Und wenn ich treffe, ist doch gut. Für den Preis. Auch das können wir gleich ausrechnen, ne? Mit dem Equilib. So. Jetzt treffe ich meine Straße. Dame König macht die größere Straße, aber die hätte sich schon bemerkbar gemacht, würde ich sagen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass er die 7 hat. Dame König gebe ich ihm nicht. Eine Dame gebe ich ihm natürlich. Dame König. Vielleicht kriege ich ja Dame König raus. Dann nicht Dame König raus. Vielleicht kriege ich ja eine Dame, eine einfache Dame raus, glaube ich aber nicht. Ich glaube, er hat eine 7. Ach du Scheiße. Das ist natürlich Scheiße. Ich raise, er geht nochmal drüber. Für mich ist das ganz klar Dame König jetzt. Ich kann hier leider wegschmeißen. Ich sag noch, Dame König, ne?
Würde nicht fallen. Call. Kannst du nicht folden. Und bar flat call. Bar. Man sollte auf sich selber hören und auf sein Bauchgefühl. Und ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Ich sag noch, Dame König glaube ich nicht. Ich glaube die 7. Race of the River eigentlich immer mega stark. Eigentlich immer mega stark. Eigentlich ein Fold. Ja, ich höre nicht auf den Chat. Ich höre nicht mehr auf den Chat. Nichts gegen euch, aber das geht nicht. So. Ich bin im Minus. Durch diese Hand. Das holen wir uns aber alles jetzt wieder rein. Jetzt bin ich gespannt. Geht der da nochmal drüber? Nein, er foldet. Mann. Grrr. Greife ich an. Fold. Man hängt ja manchmal dann so einer an der Hand. Ja, da hängt man dann so dran. Dankeschön für die Cheers. Ich frage mich, warum fliegen die nicht hier ins Glas? Oder waren die schon? Ah, da kommen sie. Vielen Dank. Palang, Balengel, Balongel. Man bleibt ja oft an einer Hand hängen und dann kriegt man die nicht aus dem Kopf. Und das ist natürlich auch hier ein Birnenspiel, dieses Poker. Man muss dann abhaken, die nächste Hand kommt ja sofort. Ne? Was haben wir denn hier? Spielen wir an, callen wir. Ich denke, ich kann auch vorne sein, ne? Das ist die Scheiße, wenn man out of position ist, ne? Man hat wahrscheinlich ein Pocket Card, ein kleines, ne? Nehme ich mal an. Kleinere Conti-Back, Master Toy, sehe ich auch. Richtig. Master Toy, richtig. Check Call, auch gut. Das finde ich ja gut, dass man sich hier unterhalten kann, diskutieren kann, die Hände unterschiedlich angehen kann. Ja. Sehe ich auch so. Sehe ich so wie ihr. Ja, Ragoon.
Ragon. Kann ich, ja, bin ich bei dir. Vielleicht am Turn noch eine kleine Bet, ne? Zweite Barrel. Richtig, richtig, richtig. Ich muss auch sagen, ich fühle mich auch out of position, hassig zu spielen. Aber ich glaube, das hasst auch jeder zu spielen, ne? So, ich werde jetzt noch 20 Hände spielen und dann werde ich rausgehen, vielleicht heute Abend nochmal zocken. Ab jetzt 20 Hände. Eins. Ja, Master Toy, Ragon. Ja, bin ich bei euch. Wo sind denn eure Leaks? Ihr habt doch bestimmt auch welche. Ihr habt doch auch Spielsituationen, die nicht abkönnt. Noch 15 Hände. Ich River bluff zu viel mit Blockern. Ich habe ohne Ende Leaks. Na, seht ihr. Also, jetzt eine klassische Situation, einfach zu flatten. Der hinter mir leider, den halte ich natürlich so auch im Spiel. Das ist natürlich doof. Jetzt kann ich checken. Jetzt kann ich checken und die Hand ist für mich jetzt auch gegessen. So, ich mache jetzt hier Sit Out Next Big Blind. Und dann mache ich Pause. Das call ich. Hier sind 37. Ich muss 1 zu 4. Und das ist mir das wert mit Ass 6 suited. Scheiß Board, schade. Und tschüss. Oh, das gehe ich mal an. Ui! Ich glaube, ich kann hier nochmal anspielen. Ich call auch den Raise. Ah, das ist natürlich eine Kackkarte! Warum kommt mein Flush nicht an oder meine Straße? Schade. Ein Flush zum Abschluss wäre noch schön gewesen. So, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Diskutieren. Es hat mir Spaß gemacht, das machen wir wieder. Und vielleicht ja heute Abend, ich muss Georg nur noch, muss Georg nach dazu bringen, dass er dieses scheiß WoW endlich mal sein lässt. Nein.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis heute Abend. Tschüss. Ich melde mich bei Facebook oder via Twitter. Folgt unserem Twitter-Kanal. Da schreibe ich dann rein, wann es losgeht. Tschüss.